Quatschgelände ist bei Kfz 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir einen sehr interessanten Fall. Es geht um einen Corsa D. Schöne Grüße an Yusuf. Der hat zwei Probleme. Einmal Wasserverlust, ist eigentlich nicht so interessant. Aber wir haben hier höchstwahrscheinlich Gasverlust. Ist ein Corsa D mit einer Gasanlage. Ist vom Werk eingebaut. Kann ich sehr viel darüber erzählen, weil ich kenne die Autos in- und auswendig mit der Gasanlage. Hatte die Autos schon sehr oft hier gehabt und die haben sehr viele Probleme. Kann ich aber gleich drauf eingehen. Ihr sollt natürlich so nicht fahren. Dann nehme ich euch mit, habe ich mal gesagt hier. Weil ihr wollt ja, dass ich mehr Schrauber-Videos mache. Inspektion beim Porsche oder AMG oder so. Das ist ja uninteressant. Sowas ist eher interessant. Was für ein Nummernschild. Okay, ich fahre rein und komme gleich wieder. Eine Gasanlage ist nur verbaut. Diese Gasanlage gibt es vom Werk aus. Und wir haben jede Menge Probleme. Aber wir werden nochmal schauen, was der hat. Boah, das ist aber voll am Klackern, ne? Hat er überhaupt Öl? Das ist ja nicht normal hier. Ja. Null Öl. Also Yusuf, guckst du das bitte mal an. Wir haben null Öl hier drin. Null, mein Lieber. Boah, nichts drin. Gar nichts. Okay. Er hat das Auto ja neu gekauft. Hier auch ein toter Vogel drin. Ja. Echt? Ja, ja, hier drin. Oh nein. Also, wenn ich ein Auto kaufe und wenn ich keine Ölzettel sehe, dann ist das immer mysteriös. So, damit der Wagen sich immer freut hier. Manuel. Manuel. Black Friday kommt ja und bei Autodoc gibt es ja auf jeden Fall eine Aktion. Ihr könnt jede Menge Rabatte abstauben. Plus mit Kfz-Putzi habt ihr nochmal 2%. 2 Liter Öl erstmal reingeklatscht. Ich glaube, die komplette Füllung ist, glaube ich, 3 Liter. Guck mal, wer sich jetzt anhört. Ja, bei LPG ist es natürlich wichtig, hat er Wasser überhaupt drin, ne? Weil Wasserpumpe steht hier auch drin. Ne? Ja. Oh ja. Da gibt es auch nichts zu sehen, er hat auch kein Wasser drin. Es riecht nach Gas, hat er gesagt. Und höchstwahrscheinlich Wasserpumpe. Kein Öl drin gehabt, kein Wasser drin gehabt. Also, ja. Wie man hört, hört man die Gasanlage jetzt sehr, sehr laut, weil die Düsen arbeiten. Dampfer. So. Oh mein Gott. Was ist? Boah, guck mal, riech mal. Oh mein Gott, Gas haben wir erstmal ausmachen hier. Boah. Oh. Hier drin riecht das extrem. Höchstwahrscheinlich vom Tank. Doch, hier riecht jetzt gerade auch wieder was ab. Nee, hier verliert er auch nichts. Nee, hier rieche ich auch nichts, ehrlich gesagt. Mhm. Okay, hier ist warm, aber hier verlieren wir nichts. Aber gucken wir da vorne an. Das wird irgendwo ein Verdampfer sein. Ganz hinten verliert er. Die Leitung hier ist defekt. Sieht man noch. Den werden wir jetzt abbauen. Gucken uns den an. Gegebenenfalls werden wir den nur vorne abschneiden. Wieder reinstecken und gucken, ob er da verliert. So, holen wir erstmal den Ansaugschlauch hier ab. Zur Drosselklappe. Aber jetzt rieche ich das noch mehr. Ist dicht, ne? Das passiert ja auch mal, dass der hier undicht wird, aber ich glaube, der hintere ist das hier. Ach, guck mal. Das Ding ist ja locker. Da ist das Problem hier. Siehst du diese Leitung hier? Das ist die Gaszufuhr zum Gasfilter und zu Düsen. Achte mal. Welche? Die hier. Guck mal, wie ich den bewegen kann. Das Ding ist locker.
Wir haben wieder Experten dran. Deswegen, ich hasse diese Schellen. Ach, der war voll locker. Also da, damals, wo ich die Gasanlagen eingebaut habe, wollte der TÜV-Prüfer immer solche Schellen drauf haben. Wenn nicht, hat man mal ein Problem gehabt, dann hat er keinen TÜV bekommen. Okay, das ist auch ein bisschen versteckt, das Ganze. Und das kann mal sein, dass der TÜV-Prüfer das übersieht. Hier hat er verloren, das Ganze. Oh, riecht auch schön nach Gas. Ich habe das Ganze jetzt gekürzt, habe das drauf gemacht. Der muss auf jeden Fall die Leitung erneuern. Wir haben den wieder zusammengebaut, neue Schelle ist drin. Und jetzt lassen wir den wieder laufen. Jetzt kein Gasleckgerät da, das hatten wir früher gehabt. Jetzt mache ich ja nichts mehr mit LPGs. Ne? Macht die Inspektion bei Gasanlagen, kann ich euch nur zu Herzen nehmen. Aber ich mache die nicht. Nicht, dass ihr bei mir anruft. LPGs anher. Nee, vorhin hat sie ja hier rausgeschossen direkt. Hm. So was ist gefährlich. Und stell dir mal vor, hier Yusuf, es ist ein Raucher. Du kriegst das gar nicht mit. Ne? Und dann rauchst du dir eine oder willst du eine rauchen? Deine Nase verstopft aus Schnupfen. Oder du hast mal eine Fehlzündung. Sowas ist sehr, sehr gefährlich. Ich liebe Gasanlagen, klar, aber bei Gasanlagen ist das A und O die Wartung. Ihr spart ja jede Menge an den Gasanlagen und deswegen spart bitte nicht an der Wartung. Ich habe zwar ein Zertifikat für die Gasanlage, aber ich selber habe nichts mehr mit Gasanlagen zu tun. Boah. Das war extrem gerade. Vorhin war es extrem. Du hast das Zeug kam da rausgeschossen. Ja. Na guck mal, jetzt riecht überhaupt nichts mehr. Ne, wir haben ja auch Lüftung an. Ne, kommt nichts mehr. Hammer. Also daran lag's. Daran lag's. So, deswegen macht diese Schellen nicht rein. Selbst sich eine Schellen drauf, dann habt ihr so ein Problem gar nicht. Sowas kann lebensgefährlich sein. Passt bitte auf. Wasserpumpe wird höchstwahrscheinlich kaputt sein oder nicht. Das werden wir kontrollieren, aber da werden wir ja kein Video machen. Es ging jetzt nur um die Gasanlage. Dieser Kabelbaum, die zu den Düsen gehen, die gehen immer wieder kaputt. Ich habe diese Kabelbäume wie Sand am Meer getauscht. Er kam mit der Hitze nicht klar, die Isolierung war einfach nicht gut. Und was passiert? Die Kabel waren brüchig und sind immer wieder kaputt gegangen. Die ganzen Gasanlagen, die liefen einfach nicht mehr. Hatten immer Fehler rausgeschmissen und dann haben wir die immer wieder erneuert bei diesem Modell. Also passt da auch auf, wenn ihr es nicht gemacht habt, macht es. Kabelbaum gibt es bei Opel. Die gibt es da vorrätig, weil die wissen ja, was sie da gemacht haben. Ja, Wasserpumpe ist defekt, verliert Wasser. Werden wir eine Wasserpumpe einbauen und dann kriegt ihr nochmal neuen Vorschutz, kriegt neue Zündkerzen, neues Öl vom Manol wieder. Wobei, wir haben 2 Liter reingemacht, ist schon wie ein Ölwechsel, aber kriegt natürlich ein Ölwechsel. Das war's, Dankeschön fürs Zuschauen, ich muss hier weitermachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein, ciao.